Guten Morgen. Ich wollte eigentlich nur einen Kaffee. Jetzt habe ich zwei. Taste Test. Zwei Kaffees, ein Vibe. Wäre natürlich besser, wenn der eine gut schmecken würde. Trotzdem ein Vibe. Ich habe mich heute dazu entschieden, einen Self-Care-Day zu machen. Alles klingt besser, wenn man es Englisch ausspricht. Ich werde mir einfach mal die Zähne putzen, meine Haare kämmen und das machen, worauf ich Bock habe. Prüfung geschafft. Wenn man zuerst einen schlechten Kaffee getrunken hat, dann weiß man den guten Kaffee viel mehr wertzuschätzen. Und so ist es mit dem Leben. Du wirst immer mal einen schlechten Kaffee haben. Aber es kommt der Tag, an dem du einen guten Kaffee kriegst und dann geht's dir wieder gut. Oh mein Gott! Gib der Frau einen Nobelpreis. Ich habe gestern Karotte gegessen. Ist jetzt vielleicht ein bisschen ekel. Nein, ist noch da. Ich habe gestern Karotte gegessen. Und ich habe so Retainer von der Zahnspange hier unten und oben. Und genau hier in der Mitte ist irgendwas. Und es macht mich wahnsinnig. Es macht mich. Ich glaube, wir müssen mit härteren Geschützen rangehen und jetzt einen Zahnstocher holen. Ich wollte es euch gerade zeigen, wirklich. Es ist weg. Es ist weg. Es ist weg. Hätte ich gewusst, es wäre so einfach, einen Zahnstocher zu holen. Okay, ich muss auch sagen, ich war gestern einfach zu faul, in die Küche zu gehen und einen Zahnstocher zu holen. Aber ich dachte, ich krieg's mit Putzen weg. Okay. Ich sollte das nicht tun, wenn ich einen Zahnstocher in der Hand habe. Guten Morgen. Eigentlich wollte ich meine Haare waschen und duschen. Aber ich dachte mir so, danach machst du nichts mehr. Danach machst du keinen Sport oder so mehr, weil da habe ich ja schon geduscht. Okay, ich könnte dann nochmal duschen. Aber ich weiß nicht, ob ich das heute will. Und deswegen mache ich jetzt Sport, weil ich weiß nicht, immer wenn ich in der Früh Sport mache, fühle ich mich besser. Ich mache Sport. Wenn ich das so vor mich hinschiebe über den Tag, dann denke ich mir immer so, nee, mache ich nicht mehr. Und ja. Ihr müsst es wissen. Ich habe nie gesagt, dass ich schlau bin. Es ist fucking 17 Grad. Aber es fühlt sich irgendwie gut an. Irgendwie auch nicht. Ich hab kein Handtuch. Und ich bin allein daheim. Great. Jetzt ist mir kalt. Stop. Meine Vertrauensängste sagen mir, dass irgendwo hier eine Reflexion ist, die ich vergessen habe. Rote Linsennudeln mit Hummus im Bett. Das ist der Shit, Leute. Das ist der Shit. Das schmeckt so gut. Den Hummus noch mit warm macht. Normalerweise kriege ich die nie al dente hin. Immer so zu hart, weil ich zu ungeduldig bin. Oder zu weich, weil ich irgendwas währenddessen mache und dann vergesse drauf zu schauen. Man hätte noch ein bisschen Pfeffer draufpacken können. Ich packe eigentlich über alles Pfeffer drauf und dann wird es viel geiler. Das ist jetzt mein Frühstück, weil ich gestern Nacht um 1 oder so voll Lust auf Schokolade bekommen habe und auf Eiscreme und auf Skier und ich dann einfach heute in der Früh gar keinen Hunger mehr hatte.
Ich war währenddessen auch schon produktiv. Ich habe off-camera einfach mein Zimmer aufgeräumt. Mhm. Normalerweise esse ich auch nicht in meinem Bett. Also normalerweise esse ich immer am Tisch. Ich weiß nicht wieso. Ich mag es eigentlich überhaupt nicht, im Bett zu essen. Aber meine Eltern sind gerade drüben im Wohnzimmer. Und ich wollte jetzt nicht stören. Und ich wollte auch nicht sagen, yo, geht mal bitte. Seitdem ich nicht mehr alles genau aufschreibe, was ich mache und tun muss und so jede Sekunde meines Lebens durchplane, seitdem kann ich besser Klavier spielen, weil ich wieder mir die Sachen einfach merken kann. Ich merke mir auch die Sachen, die ich am Tag machen will. Ja, oft ist halt einfach auch verkümmert, ist, wenn man jetzt gar nichts mehr sich merkt. Warum machst du jetzt? Hi! Ich habe immer noch Wasser in den Ohren. Für mich gehört so zu Self-Care zurzeit auch Schmuck. Ich liebe es einfach irgendwie, wenn der Schmuck so aufeinander abgestimmt ist. Und ich glaube, es liegt daran, weil ich sehr lange keinen Schmuck hatte. Oder besser gesagt, mir keinen Schmuck gekauft habe. Lange Nägel sehen schön aus. Man kann aber auch keine Kette damit hinmachen. Wobei ich langsam ist der Dreh, habe ich den Dreh raus. Zurzeit habe ich auch immer gar nicht so Bock auf irgendwie so viel Make-up. Fühle ich mich eigentlich mega wohl ohne Make-up. Habe ich davor auch, aber ja, habe ich davor auch. Keep it short and simple. Das sagen wir im Journalismus auch immer. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich Wimperndusche hinter und so. Ich finde es halt ganz schön so. Amazing! Woo! Ich bin gerade alleine auf einem Spaziergang, deswegen läuft die Kamera auch wie von selbst nebenher. Mein Spaß, meine Mama ist mit dabei, der kleine Stern. Self-Care Friday, würde ich sagen. Woop, woop. Was sagst du dazu? Hoch die Hände, Wochenende. Genau, hoch die Hände, Wochenende. Guck mal. Guck mal her, mit der Kamera. Hörst du es? Ja, die Grillen. So. Jetzt irgendjemand kommt und zieht der Hände auf. Kompletten Schach. Ja. Ich habe wieder Hunger. Ich habe noch nie selber Eiskaffee gemacht. Und dafür, dass es der erste ist, ist der echt gut. Ich muss heute natürlich auch noch etwas tun. Deswegen sitze ich jetzt hier gerade schon auf meinem Bett am Laptop. Ich habe zwar gerade Semesterferien bis zu meinem Auslandssemester. Ich muss noch E-Mails beantworten und auch noch Bewerbungen und so rausschicken. Der ganze spaßige Kram nicht. Okay, ich muss den jetzt wirklich mal wegstellen und anfangen, sonst sitze ich hier, trinke den aus, muss dann wieder aufs Klo und komme hier gar nicht mehr dazu. Meine E-Mails vom Auslandssemester beantworten. Welcome back. Welcome back. Nein, ich muss doch nicht niesen. Alles safe. Keine Panik. Shopping trip to Target, Walmart and Wells Fargo. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist an zwei Tagen und ich glaube, ich werde an beiden Tagen einfach hingehen. Weil Target, Leute. Weil Target. Target! Hi, willkommen zurück. Wir waren nie weg. Aber willkommen zurück. Wir sind wieder in der Küche, da wo wir heute auch angefangen haben. Der Tag ist immer noch nicht vorbei. Aber ich habe jetzt Hunger und wir kochen jetzt was zusammen.
Entweder ich bin jetzt richtig intelligent oder richtig blöd. Okay, 3 auf einmal ist ein bisschen schwierig. Aber 2 auf einmal ist ein Game Changer. Okay, so funktioniert es auf jeden Fall nicht. Wir versuchen das jetzt mal, das einfach hier mit so drauf zu streuen. Mal schauen, was wird. Ja. Sie nehmen also das Salz und streuen es großzügig über ihre Gemüse. Dann nehmen Sie das Tablett und schieben es in den vorgeheizten Ofen. Ich liebe Kochen, aber ich hasse es, auf das Essen zu warten. Nobody knows. Oh mein Gott, das Licht ist so schlecht gerade. Auf jeden Fall, ich habe mein Gemüse und es ist mehr als gedacht. Das lasse ich mir jetzt schmecken mit Hummus. Wir lieben Hummus. Und ich war tatsächlich wieder zu ungeduldig. Das Gemüse ist nicht so ganz durchgekocht, aber ich esse das ja auch so. Deswegen. Auch nice. Ich bin ja so eine kleine Künstlermaus, Leute. Oh Gott, ist ja wirklich richtig. Oh mein Gott, ist ja wirklich richtig viel Staub. Ich bin wieder zurück vom Spaziergang. Ich bin nämlich nochmal mit meiner Schwester und ihrem Freund spazieren gegangen, weil als ich gegessen habe, sind die beiden gekommen und haben gemeint, sie gehen spazieren. Und immer, wirklich immer, wenn jemand sagt, er geht spazieren, frage ich, ob ich mitgehen kann. Jetzt ist es 22:30. Der Tag ist immer noch nicht rum. Ich dachte mir, ich könnte wieder ein bisschen zeichnen, weil das steht schon seit Wochen auf meinem Plan. Und ich habe auch schon eine sehr süße Idee, was ich darauf malen werde. Und deswegen, ja, ist das, glaube ich, ein ganz guter Abschluss für diesen Self-Care-Day. Dann bringen wir auch noch so ein bisschen Produktivität hier mit rein, ja? Wisst ihr, dann schaffe ich heute auch noch was. Weil ich bin ja so eine süße, kreative Maus. Wie viele von den Pinseln kann ich balancieren? Und eins. Shit. Ich werde sterben. Vielleicht auch doch nicht. So, das klatschen wir jetzt hier drauf. Dieses gute Stück hier können Sie für nur 999,83 € erwerben, wenn Sie jetzt unter der 000-453-29 anrufen. Ja, ich würde sagen, Kunst. I like it, Picasso.